Innerhalb des Skisports gibt es Disziplinen, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt. Eine dieser Disziplinen ist EPP im BDNP. Und zwar, um es genau zu nehmen, die Station 1 bei EPP und EPP Polymer. Es kommt aus dem Grund auf Geschwindigkeit an, weil die Station 1 vorgibt, eine unterladene Waffe auf Kommando zu ziehen, durchzuladen, 5 Schuss zu schießen, einen schnellen Magazinwechsel vorzunehmen und wieder 5 Schuss zu schießen. Zeitvorgabe hierfür sind 15 Sekunden. Das klingt jetzt erstmal nach viel, 15 Sekunden, wow. Aber wenn man das ein paar Mal übt, wird man sehen, dass das, ja, es ist viel Zeit, aber wenn man platzierte Schüsse abgeben will, ist es wieder wenig Zeit. Und hier muss einfach vom Ablauf her alles stimmen. Und das bedeutet im Klartext, eine solche Station sollte man zu Hause unter Trockentraining ausreichend geübt haben. Und wie man das übt, möchte ich euch hier anhand meines Beispiels, wie ich es mache, gerne mal demonstrieren. Ich habe hier die Glock 17 Gen 4 FS, 2 Magazine mit Pufferpatronen geladen. Das heißt, es kann nichts passieren. Also, wir fangen im Grunde genommen langsam an. Die Station 1 besagt, die Waffe wird unterladen im Holster transportiert. Das heißt, das Magazin ist eingeführt, aber es befindet sich keine Patrone in der Kammer. Auf Kommando wird die Waffe gezogen, durchgeladen, in Anschlag gebracht, 5 Schuss geschossen, Magazin gewechselt und wieder 5 Schuss geschossen. Und dieser Magazinwechsel ist der Punkt, der kritische Punkt, wo man Zeit gewinnen kann, aber auch Zeit verlieren kann. Hierbei kommt es darauf an, dass die Abläufe genau stimmen. Ich möchte ein kleines Beispiel nennen, wo ich ein bisschen erstaunt war, dass er das tatsächlich nicht besser hingekriegt hat, was, lieber André, aber auch keine wirkliche Kritik sein soll, sondern einfach nur ein Hinweis, übt es bitte mal ein bisschen. Denn die Abläufe sind so, man muss sie sich strukturieren. Das heißt, ich habe eine Waffe im Anschlag. Ich lasse das Magazin fallen und während das Magazin fällt, hole ich ja bereits das Folgemagazin raus. So, was kann jetzt hier passieren? Hier kann es jetzt passieren, dass ich beim Ziehen des Magazines das Magazin nicht richtig halte, sondern nur unten halte. Und dann versuche ich das einzuführen und ich verkante es. Und es rutscht vorbei. Da hilft mir letzten Endes auch kein Jetfunnel. Ja? So, das bedeutet im Klartext, ich muss gucken, dass ich das Magazin vernünftig halte. Und zwar so, dass ich sichtbar und gefühlt das Magazin quasi vor meinem Auge in die Pistole einführen kann. Ja? Das bedeutet, wenn wir jetzt das Magazin fallen lassen, seht ihr, ich habe das Magazin hier in den Fingern und ein Finger hier vorne. Und damit kann ich das vernünftig positionieren und fühlen, wo ich denn tatsächlich damit hingehe. Ich musste mir tatsächlich das besagte Video von André von Lassen Sie es krachen an dieser Sequenz ein paar Mal anschauen, weil man sehen konnte, dass er nämlich genau das gemacht hat. Er hat das Magazin eigentlich nur hier unten gehalten. Und das ist gefährlich, weil dadurch kann das Magazin aus den Fingern fallen, man hält es nicht richtig. Dann ist es einfach nur schlaggerig in den Fingern. Und das ist natürlich, wenn es um Geschwindigkeit geht, weniger als suboptimal. Also, wir machen das jetzt mal langsam, vom Ablauf her. Also, Reglement sagt, die Arme, Fertigstellung, Arme hängen frei runter, kein Kontakt zur Waffe. Das Signal kommt, die Waffe befindet sich hier am Körper. Ich lade durch und zwar mit der kompletten Hand. So mache ich das. Und dann gehe ich mit beiden Händen vor in den Anschlag. Schuss. 5 Stück. Magazin fällt. Schlitten nach vorne. Weitere 5 Schuss. Magazin raus. Trocken abschlagen. Holstern. Magazin wieder mit 5 Schuss füllen. Wenn wir das jetzt etwas schneller durchführen, sieht das Ganze letzten Endes so aus.
So, natürlich, das ist nicht die Geschwindigkeit, die ein Travis Thomasy an den Tag legt. Wir kennen sein Video alle von den Speed Reloads. Und das ist schon brutal schnell, was er abliefert. Aber diese Geschwindigkeit ist letzten Endes auch nicht wirklich für uns erforderlich. Aber je mehr man diesen Ablauf tatsächlich übt, desto schneller wird man auch tatsächlich. Ja, ihr seht, man muss es tatsächlich üben, um vernünftig und sicher das Magazin in den Magazinschacht der Waffe einzuführen. Wichtig ist auch, dass das Material, mit dem ich das mache, auch geeignet ist. Ich würde eine Disziplin, bei der es auf Geschwindigkeit ankommt, wie EPP Station 1, nie mit einem solchen Universalholster ausüben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Risiko, dass das Holster nicht sauber fixiert ist, nach oben rutscht und damit die Waffe nicht sauber gezogen werden kann, ist mir einfach zu groß. Das Risiko, dass die Waffe sich vielleicht in dem Holster verhakt, ist mir einfach zu groß. Und das heißt zwar nicht, dass dieses Holster schlecht ist, ganz im Gegenteil, ich finde das ein richtig gutes Holster. Wenn man als Notlösung, als Reserve oder wenn man halt noch als Anfänger irgendwo ist, um verschiedene Waffen holstern zu können. Aber wenn man seine eigene Waffe hat, sollte man immer ein passendes Molded Holster haben, wo die Waffe, das explizit für das jeweilige Waffenmodell produziert wird. In diesem Fall, ich mache das jetzt gerade hier mit dem Zytag Level 3 Duty Holster. Und das ist für die Glock 17. Die Waffe passt dort genau rein, wie es sein soll und lässt sich super einfach ziehen. Die Magazinpouches, hier in dem Fall auch von Zytag. Da passen die Glock-Magazine super rein und ich kann den Ziehwiderstand einstellen. Ich würde sogar jetzt für diese Disziplin noch nicht mal die Magnete nehmen, die ich sonst verwende. Ich würde auch keine Nylon-Magazintaschen verwenden, wo gegebenenfalls das Magazin nicht richtig drin sitzt, wo gegebenenfalls eine Schlaufe, die oben drüber geht, sich in irgendeiner Form verhakeln kann. Achtet darauf, dass ihr das richtige Material, die richtige Ausrüstung für sowas verwendet. Nur dann könnt ihr auch tatsächlich den sicheren Umgang trainieren und dann auch die entsprechende Zeit, die ihr vielleicht durch diesen schnellen Magazinwechsel, das schnelle Ziehen der Waffe, herauskitzeln könnt, um hinten raus bei der Serie noch das Quäntchen mehr an Zeit übrig zu haben. Das funktioniert nur dann, wenn die Abläufe stimmen und die Ausrüstung passt. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Übt mal ein bisschen und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal auf der Meisterschaft. Bis dann.